Hallo liebe Filmfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video hier auf meinem Kanal Andis Kinoblog. Ja, ich habe euch heute wieder ein neues Video vorbereitet. Ich wollte eigentlich gestern schon das Video machen, allerdings kam ich leider aus zeitlichen Gründen nicht dazu. Also muss es etwas heute verspätet kommen, denn die beiden Filme, die ihr hier vor euch seht, die kamen bereits gestern an. Und ich habe, wie ihr seht, Indiana Jones schon geöffnet, weil den wir uns auch gestern Abend schön zusammen mit ein paar Freunden angeschaut haben und den Film in Dolby Atmos genossen haben in einer 4K-Bildpräsentation, weil es ja auch ein 4K-Film ist und Prey genauso. Ich hatte gehofft, dass der Prey irgendwann mal auf Blu-ray erscheinen wird und jetzt ist er endlich gekommen. Ich glaube, er ist ja irgendwie bei Disney zuerst gelaufen und daher, ja, den habe ich natürlich auf dem Disney-Stream zuerst geguckt und ja, ziemlich cool der Film, fand ich eigentlich. War sehr unterhaltsam, mal was anderes. Ja, ihr Lieben, am Ende vom Video kommt nämlich noch ein kleines Gewinnspiel und ihr könnt was gewinnen heute. Und jetzt aufgepasst, in den nächsten Wochen, eventuell so auch nach Weihnachten, gibt es immer mal das ein oder andere Video, wo ein kleines Gewinnspiel mit dabei ist. Und heute fangen wir mal an mit einer Kleinigkeit, die ich auch sehr schön finde. Und zwar gibt es heute eine Funko Pop, oder wie das heißt, eine 8-Bit-Figur von Freddy Krueger zu gewinnen. Und die ist noch komplett original verpackt. Und ja, möchte ich euch heute gerne als Gewinnspiel präsentieren. Aber dafür müsst ihr dann einmal kurz noch warten, bis das Video vorbei ist. Und dann nach dem Video kommt dann das Gewinnspiel und dann könnt ihr euch das anhören, wie ihr das möchtet. So, und dann könnt ihr auch an dem Gewinnspiel dran teilnehmen. Kommen wir jetzt zu dem Unboxing und wir fangen natürlich mit Indiana Jones und das Rad des Schicksals. Tja, was soll man zu dem Film sagen? Wir haben hier natürlich einen sehr, sehr jungen Indiana Jones, also einen jungen Harrison Ford, der mit CGI natürlich verjüngt wurde. Dieses Verjüngungs-CGI sieht, muss man sagen, sehr, sehr gut aus, denn in dem hohen Alter, wo sich Harrison Ford mittlerweile bewegt, ist ganz einfach, dass er die Stunts so nicht mehr machen kann. Trotzdem kommt er einmal vor, dann hat er den Oberkörper frei und für sein Alter, muss ich sagen, ist er noch ziemlich durchtrainiert. Das kann man ganz klar sagen. Also er ist wirklich, aber man merkt jetzt auch oder man sieht auch langsam, dass er jetzt wirklich alt geworden ist. Und dass der Indiana Jones leider Gottes, für mich bedeutet Indiana Jones sehr viel, muss ich dazu sagen, an den Nagel gehängt wird, ne? Eventuell. Disney hatte ja schon bereits angekündigt, dass das Indiana Jones Franchise wahrscheinlich eingestellt wird oder es auch eingestellt werden soll, weil die jüngere Generation oder jetzt die Generation, die wir jetzt haben, mit den ganzen Vollidioten der Klimakleber sich lieber auf die Straße kleben, statt Indiana Jones zu gucken oder überhaupt wissen, was Indiana Jones ist. Die Vollidioten. Aber egal, so ist das nun mal auf unserer Welt. Auf die Straße kleben ist wichtiger als Indiana Jones. Niemals. Leck mich im Arsch. So, kommen wir aber jetzt mal von der politischen Seite zurück und widmen wir uns hier diesem wunderbaren Indiana Jones Steelbook. Es gefällt mir gut. Es kam ja vor ein paar Jahren kamen ja schon drei tolle Steelbooks raus. Kamen immer mal wieder Steelbooks raus. Passt aber halt leider vom Outfit oder vom Design gar nicht zu den alten Steelbooks. Das muss man ganz klar sagen. Was man aber hier sagen kann, was ich sehr gut finde, was man diesmal ja, bei dieser Blu-ray gemacht hat und das auch so, glaube ich, in meiner Sammlung, so viel ich weiß, einzigartig ist, dass man hier eine Filmversion noch drauf gemacht hat auf diese 4K Blu-ray, wo ihr das die Monologe ausschalten könnt und somit nur den reinen Score bzw. Indiana Jones Soundtrack hören könnt. Ihr guckt zwar den Film, aber das komplette Vokabular, alles an Sprache wird deaktiviert und ihr habt dann die Möglichkeit, ja, einfach den Soundtrack zu hören. Was ich auch cool finde, jetzt hat mich ein Kumpel gefragt, was soll denn so ein Schwachsinn, warum braucht man das? Dann kann man sich auch gleich eine CD kaufen oder den Soundtrack streamen. Ich finde es gar nicht mal so schlecht, weil dann hat man es auch im Dolby Atmos Klang. Wirklich sehr, sehr gut. Steht auch hier drauf, Soundtrack-Version des Films. Ne? Also der Film läuft eigentlich ganz normal ab, ohne Monologe. So, und ohne Effekte und ohne Knall, Kabumm, einfach nur der Soundtrack und alles andere stumm geschaltet. Genau, und wie ihr sehen könnt, haben wir natürlich Dolby Atmos 7.1.4, leider halt hier nur die
Dolby Digital Plus 7.1. Was ich noch nicht so ganz rausgefunden habe, was der Unterschied zwischen Dolby Digital Plus und Atmos ist. Vielleicht kann mir das mal einer erklären. Jetzt so vom Soundtechnischen habe ich tatsächlich keinen großen Unterschied gehört bei meiner Anlage. Vielleicht ist auch meine Anlage so schlecht, was ich aber jetzt gar nicht so wirklich glaube. Naja, gut. Vielleicht weiß der ein oder andere das von euch und kann mir das einfach mal kurz erläutern. Ja. Indiana Jones und das Rad des Schicksals geht 154 Minuten, wird hier in Dolby Vision, also Dolby Vision und Dolby Atmos präsentiert. Ich muss sagen, Sound und Bild sind wirklich, wirklich gut bei dieser Blu-ray. Sind richtig gut gelungen. Verbesserter Raumklang. Also das muss man schon sagen, das ist schon toll. Ja, das Steelbook. Das Steelbook ist okay, das ist halt typisch Indiana Jones. Wir haben hier so ein obwohl es ist kleiner wie ein Viertel Slipper, das ist dann so ein Viertel, Pappschachtel drumherum. Die habe ich bei den anderen auch schon. Was mich immer stört, ist hier oben diese Klebepunkte beim Aufmachen. Ich weiß, da gibt es Sammler, die machen das ganz vorsichtig. Und mit dem Messer und mit dem Handschuh, ich mache das nicht, weil ich möchte die Filme ja gucken und nicht nur im Regal stehen haben. Und dann verknickt das halt hier. Ich aber gehe meistens hin und tue das hier mit einem Cutter durchtrennen und habe dann trotzdem noch die Hülle. So mache ich das. So, dann haben wir einmal, wie ihr hier schon sehen könnt, ganz typisch für Indiana Jones, so das Outfit. Bei den anderen war das sehr ähnlich, passt aber irgendwie gar nicht. Okay, wir haben hier einmal Indiana Jones, den Hut, die Peitsche und natürlich das Schicksal, die Antiquitera. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Zumindest mal sehen wir hier, dass die eine Hälfte der Antiquitera und das andere war irgendwie eine Karte dazu. Ja, ich finde es etwas, ja, es ist, ja, ich würde jetzt sagen, es ist schon stabil, aber es fühlt sich sehr weich an, weil es so eine raue Oberfläche hat. Von hinten sieht das Ganze so aus und wenn man das Ganze einfach mal aufmacht, ist das halt typisch Indiana Jones Look. So, wir machen es einmal auf. Dann kommen wir leider zu einem Innenbild, was ich überhaupt nicht toll finde, weil diese Person, ich glaube, das ist die Nichte oder irgendwie, entschuldigt bitte, die Nichte von Indiana Jones, für mich die überflüssigste Person in dem ganzen Film sind. Und dann hat man hier noch einen zweiten Shorty mit eingebracht. Und ich hätte es besser gefunden, wenn man diesen kleinen dreckigen Watz da weggelassen hätte und hätte den Originalcast von Shorty genommen. Ich weiß jetzt nicht, wie der Quen Gujin da heißt oder wie der heißt, der Indianer für Arme, aber den Original-Shorty-Schauspieler, den hätte ich geholt. Dann ist er halt erwachsen, dann hätte er mit dem Indie nochmal ein Abenteuer gemacht. Und diese Dame hier, ganz furchtbar. Also ich finde die echt furchtbar in dem Film. Aber den Jungen finde ich noch viel, viel schlimmer, weil irgendwie will man hier versuchen oder hat versucht, krampfhaft irgendwie nochmal eine Parallele zu Shorty reinzubringen. Zu dem kleinen Jungen, der im Teil 2 mitgespielt hat, ne? Tempel des Todes. Und der einfach super war. Oder bei den Goonies, den hätten sie dann als Originalcast holen sollen. Aber hier die Dame, ganz furchtbar. Ganz, ganz furchtbar. Ich kann mit der nichts anfangen. Ich habe den Film jetzt schon zweimal gesehen. Einmal im Kino und jetzt einmal auf Blu-ray. Entschuldigt bitte, ich habe leichten Husten. Und ja, keine Ahnung. Ganz, ganz schlimm. Ich finde sie überflüssig. Dann hätte lieber Marion nochmal mitspielen sollen oder mit Salah, der auch. Also wir haben hier mehrere Gastauftritte. Einmal Marion Ravenwood natürlich kommt hier nochmal zum Einsatz. Und Salah kommt nochmal zum Einsatz ganz kurz. Und sogar Antonio Banderas ist hier. Antonio fand ich cool. Das, was nachher mit dem Antonio Banderas passiert ist, fand ich nicht cool. Aber ist egal. Ich möchte jetzt auch nicht spoilern. Wer den Film noch nicht gesehen hat, soll den sich reinziehen und sich angucken. Übrigens ist der Film ab 12 freigegeben. Oder beziehungsweise als FSK 12 freigegeben. Ihr könnt ihn ja gucken, auch wenn ihr jünger seid als 12. Ja, einmal haben wir das Bild, die Antiquitera. Ich will immer Antiquitäten sagen. Dann haben wir das Bild mit dem Hut. Das finde ich sehr cool. Leider kommt bei diesen Lucas-Filmen von Indiana Jones nicht mehr das THX-Logo in grafischer Form. So, und hier haben wir nochmal das Tuk-Tuk, womit Indiana Jones ein paar Minuten im Film rumdüst. Und
Ja, ich weiß nicht, warum man dieses Bild gewählt hat. Keine Ahnung. Also das Innenbild gefällt mir definitiv nicht. Das finde ich total dämlich, muss ich sagen. Warum auch? Manchmal denke ich, da sind irgendwelche Stümper in den Grafikabteilungen oder in der Produktentwicklung. Ich weiß nicht, wer dafür zuständig ist. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass das überhaupt keine Fans sind, die einfach so sagen, ja, Indiana Jones, da müssen wir mal das und das machen. Komm, das Bild ist cool, das nehmen wir, scheiß drauf. Und die sich überhaupt nicht mit Indiana Jones auseinandersetzen können. So habe ich das Gefühl manchmal. Wirklich ganz furchtbar. So, aber egal. Das ist jetzt so. Sonst muss man sich vielleicht mal irgendwo ein anderes Steelbook besorgen. Wenn es mal eins gibt oder es gibt eins, keine Ahnung. Werden wir sehen. So, jetzt haben wir Bray. Bray habe ich auch schon zweimal gesehen. Auf Disney. Cooler Film. Vor allen Dingen die Gewalt ist sehr cool. FSK 16 ist für mich absolut in Ordnung bei dem Film. Da geht es schon ab. Also ich finde es schon teilweise geil, was da passiert. Also man muss jetzt hierzu sagen, dass der Predator, ich glaube 1700 oder 16, ne 17, 18, ne 1800 noch was, glaube ich. Das war die Cowboy- und Indianerzeit im Wilden Westen. Und der Predator macht da so, also nicht der gewohnte Predator wie damals Alien vs. Predator, sondern das ist hier dieser größere, dieses Individuum, also dieser Hybrid oder was das ist. Es gibt ja anscheinend mehrere Arten von Predator. Und dieser Predator ist ja schon bei Predator Upgrade zum ersten Mal auf den Plan gekommen. Ich finde ihn ganz furchtbar, wenn der die Fresse zeigt. Also ganz, ganz schlimm, das Vieh. Aber okay, ist jetzt da. Wir haben hier auch einmal Dolby Atmos und so wie es aussieht, Dolby Vision. Ich muss sagen, auch hier Bild- und Tonqualität in dem Film, vor allen Dingen, weil er komplett in der Natur spielt, im Wald. Unglaublich, die Surround-Geräusche, wo dann hinter dir mal ein Baum knackt oder die Wipfel von den Bäumen sich bewegen, das Blätterrauschen, die Tiere im Wald, man hört. Das ist schon sehr, sehr geil. Und da gibt es manchmal so Passagen, dann ist da so sekundenlang Totenstille und man hört einfach nur die pure Natur. Und das fand ich ziemlich geil bei dem Film. Und dann stirbt wieder einer und also ich muss echt sagen, mir hat der Predator gefallen. Der war besser als der letzte Predator-Kack-Upgrade da, wo der kleine Junge mit dem Helm da rumrennt und dann, alter Schwede, das war einfach nur noch. Und dann am Schluss dieser Anzug da, den der Typ da angezogen hat, furchtbar, das ist so futuristisch, ich habe mich direkt irgendwie, das war für mich, ich weiß nicht, also ganz furchtbar der Film. Auch der hatte zwar seine starken Momente, aber da denke ich, ach komm, auch hier wieder das Filmstudio, wir haben noch ein bisschen Budget für dieses Jahr, lass das uns noch rausknallen, damit wir wieder die Zuschüsse kriegen. Und dann machen wir einfach mal, ach, was haben wir schon lange nicht mehr gemacht, eh ne mene müsste. Ach komm, wir machen einfach mal einen Predator-Film. Hat einer von euch Ahnung, wie der sein soll? Nö, fällt uns schon was ein. So wirklich so lieblos hingerotzt. Also ohne Sinn und Verstand und total übertrieben und also furchtbar. Das ist ganz schlimm. Ja, der Film geht 100 Minuten, Dolby Atmos. Und, also Dolby Atmos 7.1.4. So, Dolby Digital 5.1 Deutsch. Ja, toll. Haben wir wieder die schlechte Tonspur geholt, aber wie gut, dass ich einen Receiver habe, der das einigermaßen, was heißt einigermaßen, der auch daraus eine Dolby Atmos Spur macht und dann ist es auch nicht mehr so schlimm. Sieht auch gut aus. Ja, wir haben hier einen Viertel Pappschuber. Wir haben das Steelbook. Finde ich sehr gut. Was ich doof finde, ist dieses 20th Century Fox Logo, obwohl es, ja, ist okay. Als Eyecatcher. Dann haben wir das Bray Spin. Und das finde ich ein cooles Bild, Leute. Das finde ich ein sehr, sehr cooles Bild. Das ist richtig geil. Aber so kann man sich das auch vorstellen. Während dem Film geht es mega ab. Also mir hat er gefallen. Mir hat er echt gefallen. Ja, die Blu-rays innen drin sind super. Also schlechter hätte man die Farbe nicht treffen können. Also grün mit der Axt und einfach nur hier das Zielfernrohr von dem Predator. Das Innenbild finde ich wiederum eigentlich ganz cool. Und sie spielt, das Mädel spielt auch ihre Indianerrolle sehr, sehr gut. Und auch die ganzen Indianer, die da mitspielen, tolle Rollen gespielt. Also ich fand es teilweise sehr authentisch. Ne? Also hat schon Spaß gemacht zu gucken. Genau. Ja, ihr Lieben, das war's von meinem
kleinen Unboxing. Ich hoffe, euch gefällt das. Ich sage jetzt mal ganz klar, zu beiden Steelbooks gibt es hier einen Daumen hoch von meiner Seite und könnt ihr euch kaufen oder auch nicht, liegt bei euch. Ich leg's mal hier hin. Das blöde Brett muss ich mal austauschen. Ich finde irgendwie meinen Blu-ray-Ständer nicht. So, kommen wir zu meinem Gewinnspiel. Was müsst ihr tun? Also, ihr habt bestimmt schon mal bemerkt, dass während des Videos mein Andis Kinoplop-Blog-Logo aufgeploppt ist zwischendrin. Zählt einmal, wie oft das passiert ist. Schreibt das bitte in die Kommentare und schreibt bitte zwei Kommentare oder einen Kommentar noch zu dem Film, zu den beiden Steelbooks, wie ihr die findet, wie ihr auch vielleicht die Filme fandet. Und dann müsst ihr natürlich ein Abonnent von mir sein. Und dann wünsche ich euch viel Glück. Und dann könnt ihr vielleicht diese schöne Pop-Up-Figur von Freddy Krüger. Eigentlich finde ich die ziemlich geil. Ich habe mir schon überlegt, ich behalte die selber. Aber ich habe so viele Pop-Up-Figuren mittlerweile, das ist echt furchtbar. Genau, Freddy Krüger als Pop-Up-Figur. Und wer die Interesse hat, beziehungsweise der Gewinner wird dann beim nächsten Video ausgelost, wenn ich es nicht vergesse, aber spätestens beim zweitletzten Video oder das oder danach das Video, was ich meine, wird der Gewinner ausgelost. Und dann schicke ich euch das zu, nachdem ihr mit mir über Facebook oder Dings Kontakt aufgenommen habt. Natürlich kostenlos. So bin ich. Dann wünsche ich euch viel Glück, viel Spaß beim Mitmachen. Und jetzt aufgepasst, es könnte passieren, dass die Preise immer besser werden. Aber dafür muss der Preis weg sein, sonst wird es beim nächsten Mal wieder verlost. Bis der weg verlost ist. Und dann kommt das nächste Gewinnspiel. Irgendwann. Wir wissen nur nicht wann, aber es wird kommen. Ihr Lieben, ich wünsche euch viel Glück und vielen Dank, dass ihr reingeschaut habt. In diesem Sinne, ab in die Rinne. Macht's gut. Euer Andi von Andis Kinoblog. Bis dann. Tschö mit Ö.